Da grasen sie genüsslich. Wunderschön und ja auch köstlich, findet Ellen Marina, seit 40 Jahren stolze Rinderzüchterin im Hinterland von Sao Paulo. Sie hofft künftig, leichter ihr Fleisch in die EU zu exportieren. Das hier wird Premiumfleisch. Die Großhändler lieben unser marmoriertes Fleisch, weil es eine sehr gute Textur hat. Es ist eben dieses Rind, das manchem Landwirt in Europa aus Angst vor einem Preiskampf Sorgen macht. Ellen sieht das Freihandelsabkommen als Chance für alle. Die Europäische Union will ihre Produkte an den Mercosur verkaufen und auch wir wollen ohne Einschränkungen nach Europa verkaufen. Manche Dinge brauchen mehr Geduld und eine besondere Anstrengung und dann kann es überraschend schnell gehen. Kurzfristig ist Ursula von der Leyen nach Montevideo zum Treffen der Mercosur-Staaten gereist, verkündet nach 25 Jahren die Einigung zum Freihandelsabkommen. Wir bauen Handelshindernisse ab und erlauben Investitionen. Wir schaffen einen Markt mit über 700 Millionen Konsumenten. Seit 1999 wird verhandelt. 90% der Zölle sollen abgebaut werden. Es geht um Milliardenbeträge. Diskussionen gab es im vergangenen Jahr um neue Umweltauflagen der EU. Von südamerikanischer Seite heißt es heute, der Umweltschutz und die Sorgen der Landwirte seien berücksichtigt. Unsere Stärke in der Landwirtschaft macht uns zu einem Garanten für die Lebensmittelsicherheit der Welt. Dabei werden wir rigoros die Umweltstandards einhalten. Wir werden keinen Versuch akzeptieren, dass die anerkannte Qualität und Sicherheit unserer Produkte diffamiert wird. Es ist ein sehr ambitioniertes Abkommen. Es ist das größte Freihandelsabkommen der Welt und zwar zwischen den heute wichtigsten Blöcken der Welt. Vor 25 Jahren wurde es erträumt. Argentiniens Präsident Milei hat nur zähneknirschend zugestimmt. Grundsätzlich würde er aber lieber bilaterale Handelsabkommen schließen. Die südamerikanischen Staatschefs sprechen von einer großen Zukunft und erwarten, dass das Abkommen in ihren jeweiligen Parlamenten ratifiziert wird. Boa Esperanza, gute Hoffnung, so heißt die Rinderfarm von Ellen Marina. Darum glaubt sie, dass es diesmal klappen könnte.